Nach mehreren Versuchen, sich per Brief an die Stadt zu wenden, will Guido Kalf jetzt auf anderem Wege eine Verkehrsberuhigung im Buschberger Weg erreichen. Er hat die Anwohner per Handzettel aufgerufen, jeden Sonntagabend ihr Auto nicht in der Garage oder der Einfahrt, sondern in der Straße zu parken. Dadurch müssen Autos beim Vorbeifahren abbremsen. 30er-Zone glaube ich nicht, dass das noch gemacht wird. Also den Traum habe ich eigentlich jetzt ausgeträumt. Ich denke, das war ein bisschen heftig, die Anfrage. Aber man kann andere Sachen machen. Da gibt es ein Stück also vom alten, also von Ecke Nörritherstraße bis Haus 86. Da sind gar keine Baumscheiben in der Straße. Da sind quasi gar keine Verkehrsberuhigungen. Und wenn Sie schon auf diesem Stück was machen würden, das wäre schon eine große Hilfe. Gestern Abend beteiligten sich nur wenige Anwohner an der Aktion. Die Stadt hat indes versprochen, die Situation zu prüfen und Messungen sowie präventive Radarkontrollen an der Stelle durchzuführen.